Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Stardew Valley mit mir, eurem Sepp. Servusle. So, Herbst, der fünfte. Gucken wir mal. Nichts zu glotzen für uns in der Klotze. Wir werden jeden Tag fleißig gießen und hier vorsichtig die Reste entnehmen, die wir hier noch haben. Wir müssen hier versuchen, so schnell wie möglich unser letztes Level zu erreichen. Letztes Fishing-Level, dass wir keine Köder mehr nachlegen müssen in die Boxen. Ist dann richtig nice. Jeden Fall, wenn ihr auch soweit seid und eventuell dann schon auch die Köder habt, vergesst nicht auch so, als Tipp, aber ihr seht das ja eh auch jedes Mal bei mir. Ich denke mal, das wird später genauso sein. Oh, wir haben wieder eine neue Frucht. Wenn ihr die aufheben wollt, die Sachen, die da drin sind, habt ihr immer das Problem, dass wenn ihr zweimal klickt oder so, dass ihr das Ding aufhebt. Immer schauen, dass ihr einen Köder in der Hand habt. Das reicht ja schon, wenn ihr nur einen habt. Und dann passiert das nicht. Ich hoffe, das ist auch später so, wenn man die, also keine Köder mehr nachfüllen muss. Aber das wird man ja noch sehen. Ich guck mal, dass ich. Oh, die ist sogar golden. Interessant, die werfen wir mal direkt in den Pot. Gucken wir mal, was wir dafür kriegen. Dö. So, dam, 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 dam. So, haben wir alles gegossen? Ja, wunderbar. Ach komm, wir gehen gleich mal pennen. Direkt pennen gehen wir. Dum-dum-dum-dum. 800. 825. Sehr richtig viel Kohle ist das. Du. Oh, schade, ich dachte, es regnet. Was sagt denn der Weather Report? Haben wir morgen Ruhe? It's going to be a beautiful sunny day tomorrow. So ein Scheiß. Regen. Haben wir hier überhaupt angepflanzt? Weiß ich schon gar nicht mehr. Glaub Kürbisse. Bin mir aber nicht sicher. So, hier. Klick, klack. Knick, knack. So, sind wir hier fertig. Alles klar. Aber in die Stadt. Gehen heute mal in die Stadt, ein bisschen bummeln, ein bisschen shoppen. Ich möchte mir was gucken. Was googeln. So. Also. Bream. Was sind Bream? Bream. Ist das auch ein Fisch? Keine Ahnung. Bellifera Spirits. Also hier gibt es den Bug dann später. Glaube ich. Da gibt es auch den goldenen Kürbis. Von dem her werden wir noch ein Weilchen brauchen. Von dem ich letzte Folge erzählt habe. Letzte Woche wäre ein bisschen lang. Ach so, was ich noch gar nicht gezeigt habe. Seitdem wir natürlich solche guten Joja Cola-Mitglieder sind, haben wir hier jetzt natürlich auch unser großes Warehouse, unsere große Lagerhalle, in dem man hier jetzt die Sachen gestort hat. Man sieht, es ist zwecks entfremdet. Hier zieht immer noch der Wind durch, wie verrückt. Aber dafür stehen jetzt hier überall Gepäcke rum. Ich habe hier jetzt auch noch nicht wirklich viel geguckt, ob man irgendwas anfassen kann, ob man hier irgendwie was klauen kann. Hier gibt es ja immer wieder so Gänge. Aber ich glaube nicht, dass wir hier irgendwie was interagieren können. Das ist jetzt halt der Nachteil, wenn man die Lagerhalle räumen lässt. Nichts gibt's mehr. Somit ist das Community Center eigentlich komplett uninteressant geworden für das komplette restliche Spiel. Ich sage ja, die böse Seite der Macht haben wir gewählt. Hm.
Blackberries. Nehmen wir mit. Lagen da gestern schon. Eichhörnchen. Komm, da, runter. Witzig, wenn man die fangen könnte. Runterklopfen, einmal draufhauen mit dem Hammer. Do this. Wo waren wir denn stehen geblieben? 70. Okay. Oh, wir brauchen eh ein bisschen Eisen. Ich würde gerne meine Holzaxt, nicht Hacke, Holzaxt updaten. Weil das sind die Viecher, die nicht sterben, außer mit Bomben, gell? Oh, die sterben ja doch. Also sie brauchen ziemlich viele Schläge. Und sie droppen nix. Stimmt, das waren die Mumien in der Mine, die nicht sterben. Außer mit Bomben. Hey, geh weg. Hey, der wirft mit Knochen. Geht's noch? Steine, Steine, Steine. Wunderbar. Mal, ob wir tiefer kommen. Ein bisschen. Tod. Tod und Verderben. Ja, geil. Was ist denn mit dir los? Beweg dich. Beweg dich, mein Junge. Oh, er hat einen Riss in der Wand. Kann ich mal ein Loch reinhauen? Oh, sind zu viele. Lasst mich in Ruhe. Ich habe euch nichts getan. Nochmal so ein Viech. Ein Schleimi. Komm her, Schleimi. Aha. Ihr kriegt mich nicht. So, ich glaube Stufe 60 war's. Ich wollte noch eine fischen gehen eigentlich. Gucken wir mal, ob wir vielleicht den Eisfisch kriegen. Ihr wisst ja noch, das war eine echt Hardcore-Aktion hier, wo wir den mal gefischt haben. Geduld, Geduld. So, ich glaube, wir müssen hier in die Richtung fischen. Sonst wird das nix. Aber was sehe ich denn mit dieser weißen Alge, Mensch? Braucht doch keiner. Verliere langsam die Geduld. It. Oh, ein Fisch. Bestimmt ein Ghostfisch. Ja, das ist ein Ghost. Ist einfach zu fangen. Ein Ghostfisch. Entschuldigung. Ah, eine Cola. Cola. Komm, komm, komm. Boah, Mist, zu früh. Komm. Put, 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 put. Ja. Egal. Komm, wir gehen wieder. Ist wieder langweilig. Einmal verlassen. Jo, was zeichnest du denn da auf? Keine Haselnuss heute. Schade, schade. Haben wir irgendwo Blasen? Ich gucke mal ein bisschen nach diesem Bläschen im Rotter.
Schon im Fernsehen geklotzt heute, ja. Wunderbar, ab ins Bettchen. Eine Runde schlafen. Oh, guten Morgen. Was gibt es heute für ein tolles Rezept? Tortillas. Oh, Tortillas. Wunderbar. Jetzt gucken wir doch mal schnell. Eisen. Kohle. Und zack, 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 zack. Wir müssen ja bald noch unser Werkzeug updaten. Haben wir eigentlich noch Barren übrig? Ja, 6 Barren hätten wir sogar noch. Gucken wir mal, dass wir später dann vielleicht zum Schmied gehen. Geld müssten wir genug haben. 5.000 kostet es, glaube ich. Wenn nicht, war einmal der Weg umsonst. So. Es regnet, wunderbar. Ein Tag keine Arbeit. So. Jetzt hier Eisen, Eisen, Eisen. Plus ein Eisen. Und dann laufen wir zum Schmied gleich mal. Was sagst du uns noch? Oh. Gut. Nun wird es erst dem seinen Korb zurück, der in der Blackberry Season seinen Korb verloren hat. Oh, ein Bug. Wunderbar. Dazu müssen wir nur hier links hin. Und da liegt auch schon. Blackberry Korb. So, und dann zu Linus zurück. Ich glaube, Linus ist hier. Bin ich doch nicht auswendig. Ah, hier. Der Penner vom Dienst. Linus ist der Penner vom Dienst. Oh, ein Haselnutz. Ist zwar ein kompletter Umweg jetzt. Weil wir eigentlich zum Schmied wollen. Aber was soll's. Oh, Berry, Berry, Berry. Ich glaube, man kann auch Blackberry Wein machen. Aber Blackberry Wein gibt eigentlich so gut wie gar keine Kohle. Wie ich das in Erinnerung habe. Hier lang. In einem kleinen Zelt hier unglaublich, dass man hier leben kann. Naja, von draußen auch größer aus als von drin. Jetzt gehen wir hier nochmal fischen, weil ich glaube, wenn es regnet, gibt es andere Sachen, als wenn es nicht regnet. So ein paar Aale hätte ich gern mal. Hatten wir schon. So, was kriegen wir? Ein Bullhead. Ein Diamant! Geil. Gibt Kohle. Und ein Ring fehlt uns auch noch. So, das heißt, wir haben einen großen Magnetring und einen kleinen Magnetring. Wobei wir den Small Magnetring wahrscheinlich noch austauschen können. Früher oder später. So.
Warp. Jetzt laufen wir mal schnell runter zum Schmied und geben unsere Axt ab. So, hier können wir ein Buch abgeben. Und ein paar zum Abgeben haben wir nichts, wenn ich das richtig sehe. So, mein Freund. Upgrade zur Steelaxt. Wunderbar. Und schon wieder sind wir pleite. Das Problem ist nur, wenn wir jetzt so pleite sind, können wir wahrscheinlich nicht direkt wieder anpflanzen, wenn wir die Kürbisse ernten. Sofern das Kürbisse waren. Und dadurch haben wir ein kleines Problemchen. Weil dann gehen ein paar Felder wieder kaputt. Aber gut, soll uns wurscht sein. Kriegen wir schon irgendwie auf die Reihe. Wir ticken jetzt noch unser Zeug, was wir bei uns haben. Und gehen schlafen. Und wir fischen noch kurz ein bisschen hier auf der Farm. Weg, weg, weg. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Diamant kann weg, das kann weg. Auch wenn das kein Geld gibt, kann das weg. So, und das gefällt mir hier gar nicht. Brauchen wir kurz meine Sichel. Das Problem ist, wenn dieses komische Graszeug kann euch... auf die Felder drauf wachsen. Und wenn es das macht, wenn das auf die Felder drauf wächst, so, dann habt ihr das Problem, dass das kaputt geht. Ne? Und das wollen wir ja nicht. Gut, aber das war's auch schon wieder mit unserer Folge. Wir sehen uns noch schnell die Abrechnung an. Der Diamant gibt uns wieder 1000. Wunderbar. Sieht gut aus. Und wir sind im 9. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm, dass wir hier ein bisschen voranrushen mit unserer Zeit. Ich wünsche euch viel Spaß beim Selberdaddeln. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, einfach unten in die Kommentare rein. Bis dahin, macht's gut. Ich bin raus, euer Sepp. Ciao, ciao.